Oh ja. Wir müssen uns echt ausruhen. Uns geht's nicht so gut. Ich hoffe, hier gibt's irgendwo einen Arzt. Hier gibt's schon mal einen Trog, wo wir uns ein bisschen abwaschen können. Einmal waschen. Und ich glaube, wir sollten vielleicht auch ins Waschhaus. Oh, es lädt. Also ich kann so viel verraten. Wenn jetzt Ulrich gelebt hätte, dann wäre der da reingestürmt. Wenn er alle vernichtet hätte, dann wäre der da reingestürmt. Und hätte alle umbringen wollen. Wir hingegen hatten den Auftrag, den Münzfälscher zu fassen und mitzunehmen, damit er verhört werden kann. Ulrich wollte sie umbringen. Da waren wir natürlich dann in einen Konflikt geraten. Also, wir haben ihn erstmal davon abgehalten, dass er sie umbringt. Und dann meinte er, ja, wenn es dir eine Ehre ist, sie zu töten, dann tu dies. Und wir haben dann gesagt, nein, wir haben den Auftrag, dass wir ihn mitnehmen sollen. Und Ulrich hatte den Auftrag, alle umzubringen, damit er nicht an Herazig ausgeliefert werden kann. Und dann hatten wir natürlich den Endkampf in dem Fall, was wir jetzt gegen den Münzfälscher hatten, gegen Ulrich. Und Ulrich ist eine ganze Ecke härter gewesen. Ich meine, dieser Schwertkampf ging, aber Ulrich konnte mal austeilen, da warst du innerhalb von ein paar Sekunden tot gewesen. Gegen ihn hingegen konntest du recht gut kämpfen. Wir sind zwar auch schon schwer beschädigt, wir müssen unsere Klamotten reparieren, das müssen wir jetzt mal gucken. Jedenfalls hätten wir dann Ulrich umbringen müssen und wenn wir den umgebracht hätten, dann hätten wir ihn mitnehmen können. Und in dem Fall mussten wir jetzt gegen ihn kämpfen und konnten ihn dann mitnehmen, weil er aufgegeben hat. Also, es ist eine sehr interessante Geschichte, wie sich dieses Spiel doch hier wieder entpuppt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir in Kingdom Come Deliverance sehr gut, dass Entscheidungen hier tatsächlich sehr wichtig sind. Unterschiedliche. Aber jetzt müssen wir erstmal uns ein bisschen heilen. Ich glaube, ich habe doch noch irgendwo einen Aufguss. Hier, da haben wir doch noch einen. Dann essen wir mal einen. Also in dem Fall trinken wir einen. Das müsste uns eigentlich schon mal helfen. Ja, Gesundheit steigt. Hier sind ein paar Hühnchen. Talk, 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 talk. Das Raccoon. Wo komme ich denn da rein? Muss ich hier vielleicht rein? Also ich muss jetzt auf jeden Fall essen und so weiter, damit es uns wieder ein bisschen besser geht. Aber du siehst schon, der Bildschirm wird etwas... Ich glaube, er wird leicht klarer. Der Herzschlag wird flacher. Ist schon mal gut. Ein gutes Zeichen. Ist der hier? Hä? Wieso? Warte mal, der Rüstungsschmied... Der ist gerade rausgelaufen, oder? Oder ist er? Ach, hier ist er. Guten Tag, ist das der Meister? Meister Otto? Meister Otto! Glück und Gesundheit. Ja, Glück und Gesundheit auch dir. Übung? Lass uns handeln. Oh, der repariert nicht. Mach's gut. Wieso? Ladenwache? Wieso repariert er die Kleidung nicht? Mach's gut. Ach ja, ich habe ja eigentlich nicht wirklich Rüstung an, ne? Ich will mal gerade gucken, wie geht's in meiner Rüstung eigentlich? Oh, Warhouse, das ist ein bisschen sehr kaputt. Wir müssen ja sowieso nach Rattai zurück. Das heißt also, wir können zu Theresa zurückkehren. Hier haben wir auch, glaube ich, gar keinen Schlafplatz. Ich will mal gerade gucken, was heißt denn jetzt hier Punkt A? Punkt A heißt, wir müssen nach Rattai. Und was ist da? Töte den Anführer des Lagers. Apropos Anführer des Lagers, wollten wir nicht noch, wie hieß das nochmal? Mit den Nachtigallen, das wollten wir irgendwann mal beenden. Was ist hier? Beschaffe den Zahn des Knechtes namens Prokop. Beschaffe einen Zweig vom Richtsfestverbaum. Was haben wir hier? Steht dem Händler aus Lodetschko das Gildensiegel. Ich glaube, wir machen erstmal die Hauptquest, weil wir haben so viele Nebenquests hier gemacht. Dann werden wir mal kurz pfeifen. Guten Tag, mein treues Ross. Und wir reiten jetzt erstmal zur Müllers Hütte. Müllers Hütte? Achso, hier ist die Müllers Hütte. Und werden da erstmal schlafen. Wobei, wir haben da die Möglichkeit auch zu schlafen. Wir müssen das nicht... Wobei, da gibt es was zu essen. Komm, wir gehen dahin zurück. Jetzt kann das natürlich wieder alles ein bisschen dauern. Oh Gott, wieso ist das jetzt noch langsamer? Hä? WTF, was war das denn gerade? Wir sind durch die Stadt geschlichen. Okay.
Die Gesundheit ist noch nicht wirklich gestiegen. Was ist denn das hier ständig mit diesen Passagen? Das gefällt mir nicht. Das dauert mir echt zu lange. Hallo? Spiel? Und jetzt geht's wieder fließend. Hä? Also dieses neue Update, ne? Das macht mir wirklich Sorgen. So, da sind wir jetzt da angekommen. Und genau zur richtigen Uhrzeit, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich muss mich auch immer umdrehen. Dann könnten wir theoretisch hier mal ein bisschen pennen. Ich steig mal vom Pferd. Mal sehen, was sie sagt. Hey, Theresa! Sie haut vor uns ab. Nein, nein, nein! Knallt uns die Tür vor der Nase zu, bist du denn bekloppt? Hallo? Oh, kocht. Hey, Nanu. Mal sehen, was sie so sagt. Was sollen wir denn mit dir machen, Heinrich? Ich wüsste gerne, ich bin wegen der Träger hier. Ja, genau, komm. Wie ergeht es denn den Trägern mit ihrer Arbeit? Schade, dass du nicht beiden Arbeit besorgen konntest. Die Sache war die reinste Zeitverschwendung. Ich bereue mich überhaupt eingemischt zu haben. Antonia bekam Arbeit. Aber es war umsonst. Ihr Gatte ist verstorben. Und für Bartek nahm die Sache auch kein gutes Ende. Wann wendet sich das Schicksal endlich zum Guten für uns? Tut mir leid, dass es so kam. Was will man machen? Es war Gottes Wille. Aha, ich wüsste gern. Ich wüsste gerne... Was wüssten wir denn gern? Wer ist dieser Hans Capone? Was hältst du von Herrn Hanusch? Ja komm, fragen wir sie mal. Was hältst du von Hanusch, dem hiesigen Herrn? Er stammt von der ruhmreichen Linie der Herren von Leipa ab. Die Leute sagen, er ist hitzköpfig. Aber da er uns aufnahm, muss er ein guter Christ sein. Ich glaube, das wäre alles. Das wäre alles. Und dann gehen wir jetzt auch, ich würde jetzt sagen, dann essen wir hier mal aus diesem Pott. Yum, yum, yum. Jetzt sind wir auch voll gefressen und dann werde ich jetzt einfach mal schlafen und speichern. So, wir schlafen dann mal. Bisschen die Puppen morgens um 7:30. Ich denke mal, das ist okay, ne? Dann geht's uns vielleicht auch besser. Die Gesundheit steigt, wie man sieht. 67%, 74%, 80%, 86%, 92%, 99%, 100%. Und wir sind wieder kerngesund. Super. Wir müssen jetzt auch in die Stadt. Also wir müssen jetzt nach Atai rein, damit wir unsere ganzen Sachen nochmal reparieren. Das heißt, unser Schwert. Beziehungsweise, ich möchte ein neues Schwert haben. Weil diese Scherbe, die ist irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie so schwach. Und gefällt mir irgendwie nicht so. Okay, wir sind wach. Alle anderen sind auch schon wach. Nur wir wieder nicht. Gehen wir mal raus. Hui. Und dann waschen wir uns mal eben. Mm. Hallo, Heinrich. Ja, grüß dich. Ich wollte mal gerade gucken. Sind die Sachen denn alle noch... Ja, sie sind eigentlich noch an dem Bau, bis auf das Warhaus. Warum habe ich... Ach, das habe ich an. Ist unter dieser Kleidung, ne? Was wir uns hier alles anziehen können. Ich meine, wenn man jetzt mal bedenkt, wir haben ja jetzt in Wirklichkeit irgendwas bei über 30 Grad, dann würde doch eingehen in diesen Klamotten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es geht aber eigentlich. Achso, das Schwert. Jetzt habe ich natürlich nicht beim Schwert geguckt. Wie geht's denn dem Schwert? Das ist schmutzig und es ist noch zu 82% heile und macht 43 Schaden. Also ich muss da auf jeden Fall was loswerden. Ich habe auch eine Fackel, die ich gestohlen habe. Wo habe ich die denn eigentlich her? Ja. Hä? Ja. Okay, die haben hier irgendwas verändert. Woher was? Ja. Hä? Das ist aber nicht die Stimme von Heinrich. Keine. Aber wirklich nicht. Ja. Ja. Das klingt irgendwie so... Weiß ich nicht. Naja, es ist jetzt morgens früh.
da, wo die Welt noch in Ordnung ist. Erstmal gucken, ob die Läden schon offen haben. Hui! Oh, ich habe gerade was umgelaufen. Eigentlich wären wir jetzt, hätten wir eine Roulade gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Das war das Waffengeschäft hier, ne? Ja, das ist das Waffengeschäft. Und die Texturen laden immer noch nicht nach. Es ist so ein bisschen sehr merkwürdig. Dich umlaufen, gnädige Frau. So. Der Schwertschmied. Schön, dich zu sehen. Ja, ist auch schön, dich zu sehen. Ich möchte gerne handeln. Sei mit dir. So. Wir haben ein Schwert, das macht, was war's? 45er Schaden, 43er Schaden, irgendwie sowas. Und ich hätte gerne eins, was mehr Schaden macht. Da. Rettender Engel. Jetzt muss ich erstmal gucken, was macht der? Nicht jeder Ritter wird tapfer geboren und nicht jeder Adlige kommt reich zur Welt. Doch beide müssen ihren Stand zur Schau stellen und manchmal auch ihr Kampfgeschick. Dies ist das beste Langschwert, das sich ein armer Adliger zu leisten vermag. Ein Schwertmeister kann mit dieser großen Klinge bewirken, doch in ungeübten Händen wird sie rasch stumpf, weil sie nicht aus dem besten Material gefertigt ist. Oh, das ist aber schon ein bisschen merkwürdig. Mindeststärke 4, Charisma 5, Haltbarkeit 23, Schadenschlag 52, Schaden Wucht. Wucht ist, glaube ich, von, ich weiß gar nicht, was Wucht ist. Aber Stich und Schlag machen 52 Schaden. Naja, haben wir hier vielleicht noch was anderes? Da, Schnitter. Der kostet 2100. So viel kann ich mir leider noch nicht leisten. Mindeste Agilität. Agilität bin ich bei 7. Oh. Okay, das Ding muss ich mir erst noch kaufen. Was ist das denn? Schwert Herodes. Das Ding ist nicht schlecht, ne? Mit seinen 75er Schaden. Schwert des Jägermeisters. Also ich muss irgendwie was haben, was irgendwie so ist wie das. Das alte Schwert hier, ich meine 55 ist auch schon besser als das, was wir da haben. Ich will mal eben gerade zurück. Oder gibt es hier noch, hier, verziertes hier 42, das ist ein bisschen sehr wenig. Teuer Gefährte, 30er Schaden. Ein Streitkolben möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin eigentlich mehr so der Schwerttyp. 54 und 39, also der Stich macht mehr als der Rest. Stecher. Das hört man ja schon. Und 66 Schaden. Mit Stich haben wir eigentlich immer mehr getroffen als mit dem Rest, ne? Wenn wir jetzt mal richtig drüber nachdenken. Die macht 43er Schaden nur. Und beim Stich 35. Ich glaube, ich kaufe mir den Stecher. So blöd das jetzt auch klingen mag. Haltbarkeit 54. Der ist 75. Der macht einen Schaden von 2, wenn man sticht. Boah, das bringt ja fast gar nicht. Der wäre nicht. Wobei, das ist auch wieder blöd, ne? Ja, das hier gefällt mir eigentlich am besten. Da steht jetzt auch 70er. Schaden beim Stich und bei 42, wenn ich von oben runterschlage. Ich meine, okay, wenn ich mal bedenke, was meine Waffe hier bringt beim Stich, ist das schon besser. Also kaufe ich mir den Stecher. War das jetzt der Stecher? Ja, der Stecher. Komm, den kaufe ich mir und verkaufe dafür die Scherbe. So, mal sehen, was sagt denn der Warenkorb? Was muss ich denn jetzt bezahlen? Feilschen. Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Was muss ich denn jetzt? Wir probieren mal das Angebot mit 670 zu unterbreiten. Was sagst du dazu? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ein wenig mehr hört sich für mich an wie 690. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Yay! Super, wir haben echt ein bisschen gespart und ich habe ein neues Schwert.
Also jetzt mal ohne Scheiß, ich hab ein neues Schwert. Oh Mann, ich freu mich. Endlich mal eins, wo ich sagen kann, yep. Wir haben jetzt endlich ein Schwert, womit man auch mal was trifft. Ich meine, was erschlagen kann. Der Bogen selber macht einen 54er... Nein. Das sind die Pfeile, die unterschiedliche Schäden machen. Ich habe ja auch noch Pfeile, die ich verkaufen könnte. Ich meine, ich habe 37 Spitzpfeile und den Rest könnte ich mal verticken. Ich weiß natürlich nicht, kauft der Pfeile? Sei mit dir. Ich will mal gucken. Nein, Pfeile kauft er nicht. Das könnte vielleicht beim Jäger funktionieren, dass der Pfeile verkauft. Ich freue mich gerade sehr, dass wir ein neues Schwert haben. Wir haben jetzt ein Schild und wir haben die Schwerter. Boah, das Spiel ruckelt gerade voll. 25 FPS waren es gerade nur. Da muss man ja echt schon mal den Hut vorziehen. Achso, der ist noch nicht da, der Schneider. Warum ist denn der Waffenschmied so schnell, so früh da? Der mit der Rüstung ist bestimmt auch da, oder? Ne, ist auch noch nicht da. Hm. Naja, dann machen wir jetzt erstmal... Laufe ich mal kurz hier durch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Herrn Ratzig und gucken mal, was er uns für Auftrag gibt. Und dann mal gucken, wie es weitergeht, was wir als nächsten Auftrag erhalten. Boah, es ruckelt wieder sehr stark. Ich glaube, ich muss gleich die Aufnahme beenden. Apropos beenden. Ich speichere mal hier draußen. Möge die Jagd beginnen. Dann gehe ich da schon mal rein. Und dann mal gucken. Muss ich hier rein? Anscheinend nicht. Okay, ich glaube, ich bin hier falsch. Ich glaube, ich musste noch eine Etage höher, ne? Ja, stimmt. Das ist Herr Ratzig. Herr Ratzig? Wo will der denn jetzt hin? Ist das dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Wo geht er denn jetzt hin? Pass etwas besser auf. Hey, du wolltest doch mit mir reden. Stehen bleiben. Da ist er ja. Gute Arbeit, Heinrich. Vielen Dank, Herr. Oh, jetzt war ich würde dir gerne etwas Ruhe gewähren, aber ich muss dich schon wieder um etwas bitten. Oh Mann. Was immer du befiehlst. Jeschek weigert sich zu reden. Der halsstarrige Bastard verlangt nach dir. Hä? Nach mir? Ja. Normalerweise würde ich Hauptmann Bernhard schicken, um alles aus ihm herauszuprügeln. Aber wenn er unbedingt mit dir sprechen will? Ich werde versuchen, ihm etwas zu entlocken. Wo ist er? Im Turm eingesperrt. Bernhard gibt dir den Schlüssel. In Ordnung, Herr. Oh Mann, jetzt müssen wir auch noch mit. Kann ich noch irgendwas für dich tun? Kann ich etwas für dich tun, Herr? Ja, Heinrich. Bergbaukonstrukteur Feifa benötigt einen verlässlichen Gehilfen. Der Bergbaukonstrukteur? Geht es um Scarlett? Sozusagen. Meister Feifa hat, nun ja, düstere Vorahnungen. Ich glaube, er wird dich in die Scarlitzer Minen schicken wollen. Kann man sie instand setzen? Mit dem nötigen Willen sowie genügend Rohstoffen bringt man alles wieder in Gang. Bergbaukonstrukteur Feifa kann dir genaueres sagen. Für eine Weile bist du sein Gehilfe. Okay. Gewiss, Herr. Wo finde ich ihn? Ist er hier in der Burg? Das ist eine gute Frage, Junge. Er nahm sich einer Sache im Sasau an und hat sich vermutlich im Gasthaus einquartiert. Hab Dank, Herr. Ich werde ihn sogleich aufsuchen. Viel Glück, Heinrich. Na gut, danke. Dann lädt das jetzt. Okay. Hä? Das ist doch Feifa. Gott sei mit dir, Junge. Das kann ich für dich tun. Ich bin auf Herr Ratzig geheißt hier, genau. Meister Feifa, Herr Ratzig schickt mich. Ach ja? Er muss dich sehr schätzen. Ich gebe stets mein Bestes. Das ist gut, denn die Minen sind verdammt wichtig. Silber ist unser wertvollstes Gut. Wie kann ich dir bei deinen düsteren Vorahnungen helfen? Herr Ratzig mag mich für übervorsichtig halten, aber hier wurde eine Menge Silber entdeckt und niemand bewacht die Scarlitzer Minen. Eine Einladung für Diebe. Glaubst du wirklich, dass jemand das Silber aus den Scarlitzer Minen stehlen würde? Wäre das nicht arg aufwendig? Doch. Deshalb will ich auch, dass du nicht nur den Stollen, sondern auch den Hof mit der Schmelze und die Wasseranlage prüfst.
Sieh nach, in welchem Zustand sich alles befindet und ob irgendetwas verdächtig aussieht. Bestimmt alles. Wo ist der Hof? Meinst du den Hof bei der Skalitzer Mühle? Genau den. Ich weiß nicht, in welchem Zustand er jetzt ist. Immerhin befand sich dort das Holzkohle- und Silberlager. Silberlager? Bestimmt ist es leergeräumt. Vermutlich. Mich würde es ziemlich wundern, wenn es überhaupt noch steht. Und die Wasseranlage? Von was für einer Wasseranlage sprichst du? Ein Stampfwerk und Wassertröge. Sie befinden sich in der Biegung des Baches unterhalb der Burg. Du kannst sie nicht übersehen. Überall sind große Tröge und Werkzeug. Okay. Und der Stollen? Du erwähntest einen Stollen. Nur einen? Junge, das Bergwerk ist wie ein Labyrinth. Es würde eine Woche dauern, alles abzugehen. Ich rede von einem bestimmten Stollen am Fuße des Hügels, nahe einem Fischteich. Warum nur dieser eine? Weil ich glaube, dass dort ein Flöz ist. Alles weist darauf hin. Wenn jemand Silber stiehlt, dann mit Sicherheit von dort. Okay, du glaubst, dort könnte mich jemand erwarten. Ist also mit Ärger zu rechnen? Nun, das wird sicher kein Spaziergang. Du könntest durchaus auf diese hungrige Hundebeute treffen, die Armee im Schlepptau hatte. Oder auf eine Räuberbande. Du und Herr Ratzig, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich habe da etwas aufgeschnappt. Ja, es gibt gute Gründe für deine düsteren Vorahnungen. Ich hörte von einem Skalitzer Bergarbeiter, dass jemand dort etwas gefunden und nicht gemeldet hat. Ich wusste es. Dieser Bastard Wendel und seine Kumpane. Jesus Christus. Ich will, dass man sie allesamt in Ketten legt. Allesamt? Wie viele sind es denn? 1-2 Dutzend? Wie soll ich die alle festnehmen? Ja, ja. Natürlich, du hast recht. Es reicht, wenn du Wendel erwischst. Er hat die anderen auf den Pfad des Bösen geführt. Ich soll also die Mine inspizieren und dir Wendel bringen, falls ich ihn finde, richtig? Mhm. Genau. Aber sei vorsichtig. Die Strafe für Silberdiebstahl ist der Scheiterhaufen. Diese Männer werden vor nichts zurückschrecken, wenn sie sich bedrängt fühlen. Nicht einmal vor Mord. Alles klar. Ich mache mich ans Werk. Möge Gott mit dir sein. Ja, danke. Oh Gott, das ist ja wieder ein Riesenauftragsbomborium, was wir hier haben. Sprich mit dem Bergbaukonsult. Ja, ja. Okay, oh, was geht denn da noch auf? Untersucht die Minen, Berggutachten, den Hof, wo das Erz verarbeitet, untersucht den Zustand des Steuerns, untersuchen. Uah, es ist einfach zu viel. Ich setze mich mal auch kurz aufs Pferd. Ich glaube, jetzt dürften ja die Geschäfte offen sein, hoffe ich. Ja. Ich muss meine Klamotten noch reparieren. Habe ich jetzt eigentlich Geld gekriegt? Ich habe nicht drauf geachtet, bin ich jetzt ehrlich. So, jetzt müsste es eigentlich offen sein, oder? Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Immer noch zu. Da sitzt wer drin. Also eigentlich... Es ist zu? Das ist echt merkwürdig. Ich will mal gerade hier in die ganzen... Aufträge. Alles, was Glitter für den Jeschek von Ronau, hol den Schlüssel zu Jescheks Zelle bei Hauptmann Berner. Da ist er ja. Ich habe ihn ja schon gesehen. Ist er das? Nee, das ist er nicht. Wächter. B, ne? B? Ach ja, natürlich. Bernhard ist da oben irgendwo. Wir haben ziemlich viele Aufträge. Ich möchte mir die mal gerade alle angucken. Weil ich habe ja hier noch diese... Ach du Scheiße, ich habe noch so viele. Ich weiß gar nicht, wann ich die alle machen soll, ne? Warte, bis sich die Lage geklärt hat. Letzter Wille, bring das Testament zum Sasau. Ein Freund in Not, beschaffe Matthäus und Fritz Arbeit. Beschaffe Urban etwas von dem sterblichen Überresten. Unter Tage, finde heraus, ob Wendel wirklich Silber stiehlt. Finde den Stollen. Steinschlag, begib dich zum Kloster und befrag die Leute zum Unfall. Ah ja, der Steinbruchmeister ist besorgt. Das haben wir ja von Thallenberg. Begib dich zum Kloster und befrag die Leute zum Unfall. Wir sollten vielleicht mal irgendwie wieder so ein paar Nebenquests machen. Finde einen Übersetzer. Ein paar Müllersburschen aus Budin haben einen Kumanenplünderer gefasst. Sieht ganz so aus, als wüssten sie nicht, was sie mit dem Gefangenen machen sollen. Ein Stück Heiligkeit. Beschaffe Urban etwas von den sterblichen Überresten des heiligen Prokop. Ach du meine Güte. Wir haben ja hier noch so viel zu machen. Ich würde jetzt aber sagen, damit ich jetzt erstmal gucke, ob die Aufnahme überhaupt geglückt ist, werde ich jetzt hier erstmal ein Aufnahmepäuschen machen. Ich werde in der Zwischenzeit... Warte, wir gehen mal zu Baby Bernhard noch. Das werde ich noch machen.
Weil ich muss nämlich tatsächlich auch ein bisschen das Kämpfen noch üben. Das würde ich zur nächsten Folge oder Aufnahme dann auch machen wollen. Dass ich mal so ein bisschen Kämpfen übe. Weil, der Kampf war ja jetzt nicht gerade so, wo ich sagen könnte, yay, wir sind super gut. Also muss ich auch mal ein bisschen Kämpfen üben. Aber im Grunde genommen ging es eigentlich. Es war jetzt nicht so schlecht wie sonst immer. Wo ist er denn? Da steht er. Ist er das? Ja, das ist Bernhard. Hey, Bernhard! Alte Socke. Ich glaube, ich werde noch mal kurz mit ihm sprechen. Gott schütze dich. Ja, Gott schütze dich auch, Bernhard. Ich brauche den Schlüssel zu Jascheks Zelle. Den Schlüssel zu Jascheks Zelle, bitte. Also lässt Herr Ratzig ihm seinen Willen. Er hätte mich die Antworten aus ihm herausprügeln lassen sollen. Kein Wunder, dass er nicht mit dir sprechen will. Ich würde Herrn Ratzig Entscheidungen nicht in Frage stellen. Nee, immer das obere, das ist ein bisschen mit Humor. Kein Wunder, dass er nicht mit dir spricht. Vermassel es bloß nicht. Hier ist der Schlüssel. Danke. Schlüssel, wir haben ihn. Dürfte ich dich etwas fragen? Ich wüsste gern... Was hältst du von Herrn Ratzig? Was hältst du von Herrn Ratzig? Wie ich höre, hält er zum König und sitzt deshalb wohl in unserer Burg. Er scheint gerecht zu sein. Und die Leute sagen, er wäre ein guter Burggraf. Ist er ja auch. Ist Herr Hanisch ein guter... Genau. Wie ist Herr Hanisch als Lehnsherr? Kann nicht klagen. Er weiß, wie man für Ordnung sorgt. Ist aber gutmütig dabei. Was ist der junge Capon vor einer... Ach, den müssen wir auch mal besuchen. Wie ist der junge Herr Capon? In ein paar Jahren ist er Burggraf. Herr Hanusch ist sein Vormund, bis er mündig wird. Die meiste Zeit jagt der junge Herr den Weibern nach, aber da wächst er schon noch raus. Er ist kein Narr. Wie lebt es sich in Ratai? Bis zu Sigismunds und eurem Erscheinen war es hier angenehm und friedlich. Na danke. Was wird aus den Flüchtlingen werden? Was wird aus den Skalitzer Flüchtlingen? Das wüsste ich selber gerne. Ich hoffe, dass sich die Lage bald beruhigt, damit ihr euch verziehen könnt. Er will uns loswerden. Pirkstein ist eine schöne Burg. Pirkstein ist eine schöne Burg. Sie wird noch schöner, wenn ihr euch fortschert und ich meine Kammern wieder beziehen kann. Alter! Wen hat Sigismund da in seinem Rhein? Weißt du, wer Sigismunds Männer sind, Hauptmann? Man nennt sie Kumanen oder Kipchaken. Unserem Herrn zufolge flohen sie vor den Mongolen nach Ungarn. Sie sind Viehhirten und ausgezeichnete Reiter. Und Barbaren. Obwohl sie behaupten, Christen zu sein. Okay, danke, das wäre alles. Also er will uns loswerden, das habe ich jetzt schon mal rausgehört. Gespräch beenden. Alles Gute. Ja, dir auch alles Gute. So, liebe Freunde, dann werden wir das jetzt so machen, wie ich das eben gesagt habe. Ich werde jetzt hier die Aufnahme beenden. Ich muss gucken, ob es geklappt hat. Und vor allen Dingen muss ich dann auch endlich mal wieder die Folgen hochladen, damit ihr auch was habt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Horrido und tschüss.